vertikaler Engpass. Oh ja. Hier ist das Ganze ganz schön gestaucht. Denn wir haben hier vier Spalten mit Pfeilen, die zu bewegen sind. Ich glaube, so geht das erstmal, genau. So, und jetzt will ich an jedem dieser Punkte erstmal überlegen, was ich mache. Ja, gute Frage. Nee, doch, weiter. Ich muss erstmal nach oben, doch. Ich muss erstmal auf jeden Fall nach oben weiter. Von da kann ich nichts tun. Hier ist es wichtig, ne? Die kann ich normal reinschieben, bestimmt. Und von dieser Position aus komme ich an den Doppelpfeil. Den kann ich jetzt auch wegmachen, ne? Jetzt kann ich hier wieder runter. Oh, da muss man aber echt genau schauen. Wirklich jetzt mal. Ich glaube, ich habe was verbasselt, aber... Habe ich was verbasselt? Nee, ich glaube mal... Das ist noch... Ey, da muss ich jetzt echt genau überlegen, weißt du? Ich glaube, die kann man auch wegschieben schon mal. Aber irgendwas... Ich habe ein ganz komisches Gefühl, denn es ist falsch. Es ist falsch. Ich habe was falsch gemacht. Oh Gott. Weiter. Nee, das hat nicht hingehauen, was ich dir gerade gemacht habe. Nochmal neu. Ja, ich wusste noch, irgendwas war hier. Auf irgendwas muss man achten. Erstmal wieder runter. Bis hierhin muss man das auf jeden Fall so machen. Da sehe ich keine andere Möglichkeit. Bis zu dieser Position muss man das machen, auf jeden Fall. So, dann auf jeden Fall wieder den hoch. Die auch erstmal reinschieben, ja. Ich glaube, da unten muss ich nur einen Wechsel machen, richtig? Ja. Ich hätte diesen Pfeil da rechts von mir jetzt nicht schon wegmachen dürfen. Das war der Trick. Denn erst so kann ich ja die Überquerung auf den anderen Doppelpfeil machen. Mann. Also ich spiele hier wirklich mit dem Feuer, ne? Bei diesem Pack. So, jetzt komme ich da an. Ich finde den auch ziemlich bizarr, Leute. Aber jetzt kann ich hier den wieder hochholen. Jo. Trotzdem noch ganz gut gemeistert. Schade, da ist das eine Leben, das ich gerade bekommen habe, wieder weg. Octopus-Alarm in Oklahoma. Ja, das ist dann ein Tentakelmonster hier. Der Extraklasse. Auch hier spiele ich wieder viel mit Teleportern. So, hier muss man immer, wenn man irgendwo bei einer Straße ist, die mit einem Bruchfeld endet, dieses auch wegmachen, aber wieder zurück. Ich lege den Pfeil frei, man muss wieder zurück, denn man sieht ja, würde ich jetzt den Pfeil benutzen, wo soll ich da bitte hin? Da ist nichts. Dann nächste Station. Ja, ja. Das ist jetzt hier quasi wie so ein Stationswechsel immer wieder. Jetzt zurück. Obwohl, war das... Ah, ich hätte jetzt theoretisch auch schon runterfahren können und den Teleporter nach links benutzen können. Mal sehen, ob ich einen Fehler gemacht habe oder ob das auch so ganz gut aufgeht. Auch hier wieder zurück, ich brauche bloß einen Schlüssel. Na, ich denke, das passt so. Doch, das passt definitiv so. Das war, glaube ich, sogar so, wie es geplant ist. Denn jetzt kann ich alle Pfeiler in der Mitte vereinen und habe den kompletten Weg von rechts nach links, sobald ich den Schlüssel hier habe. Perfekt. Jetzt möchte ich gerne noch die Sanduhr gleich mitgreifen. Ja, und dafür habe ich den blauen Schlüssel schon geholt. Der blaue Schlüssel lag ja rechts oben auf dem Weg. Beziehungsweise man musste extra vom Teleporter runter, um den auch mitzunehmen. Nur so bekommt man dann die extra Zeit hier. So, und jetzt nochmal einen Durchlauf warten. Das passiert ja automatisch. Irgendwann komme ich dann da wieder an oben und kann den roten Schlüssel benutzen. Ja. Damit haben wir das Level. Ist auch ziemlich witzig gemacht. Dass man immer wieder schauen muss, ja, wo ich gerade bin, muss ich da was machen oder nicht. Juhu. 11711 unten. SpongeBobs Führerschein. Wie kam ich auf diesen Levelnamen, weil hier so viel Gelb ist rechts wahrscheinlich.
Oh, nee, jetzt ganz vorsichtig, bevor ich jetzt was drücke hier. Ich weiß, ja, man muss hier nach links. Würde man jetzt den Vierer nach oben oder unten verschieben, hätte man instant verloren. Denn nur so komme ich hier nach oben. Oh Mann. Manchmal kann schon der erste Schritt falsch sein, wenn man zu übermütig ist, nämlich. Ah. Der Fall da oben ist auch völlig unnötig. Das ist aber auch Absicht. Der soll nur ein bisschen verwirren. Auch hier jetzt wieder ganz genau schauen. Hier kann man sich auch wieder was verbauen. Weil ich denke, das müsste gehen. Warte. Das geht von hier bestimmt. Ich glaube, ich habe es falsch gemacht. Das habe ich falsch gemacht. Shit. Das ist falsch. Ich glaube, jetzt komme ich auch nicht mehr weg, ne? Ja, ich sag auch noch, man kann nicht was verbauen und ich verbaue es mir tatsächlich. Wow! Zwei Versuche. Was soll man sagen dazu, ne? Was soll man sagen? Ich wusste, dass die nächsten Packs schwieriger werden und ich sollte recht behalten mit der Befürchtung. Sind ja auch weniger Level, deswegen muss der Schwierigkeitsgrad ja schon früh schnell, also muss ja schon schnell schwer werden, ne? So von hier muss ich nämlich wirklich bleiben und rüber dann. Und dann. Das ist doch aber auch falsch. Du gehst doch auch nicht. Dann stecke ich doch da fest. Ja, so wie SpongeBob bei seiner Fahrprüfung versagt, versage ich auch gerade. Also bisher habe ich hier echt massig Probleme. Oh oh. Nee, oder? Nein, das geht noch, das geht noch, das geht noch. Da unten kann ich ihn erstmal im Nichts haben und jetzt wieder hochholen. Oh, ich hätte nicht gedacht, dass das doch so heftig wird. Wobei man fairerweise sagen muss, zwei Leben gingen durch irgendwas Seltsames drauf am Anfang. Also sowohl im ersten Level als auch bei dem Level, bei dem ich extra wiederholt habe, nur um den Tiki zu lesen, habe ich eigentlich ziemlich dämlich die Leben weghauen müssen. Ich glaube, ich hab's. Warte. Jetzt nichts überstürzen, ey. Jetzt nichts überstürzen. Ja, ich hab's. Guck mal. Wie blöde ist das denn? So rum. Man muss den Pfeil nach oben zeigen, den ersten so lassen. Ach du meine Fresse, ist das böse. Ist das böse, ey. Oh Mann, ein Versuch ist noch übrig, ja. Dass wir diesen Text auch mal lesen, hätte ich nicht erwartet, aber passiert. Zimmersuche im Feriendomizil La Palma. Das ist aber wieder ein lösbares Level, finde ich. Das sollte funktionieren. Hoffe ich doch mal. Viele, viele Ziele. Ja, das haben wir auch nicht häufig, dass es so viele verschiedene Ziele gibt. Aber. Ey, das sieht jetzt falsch aus irgendwie. Das gibt's doch gar nicht. Tatsächlich verkackt, ne? Ja, dann würde ich mal meinen, ich habe ein Problem, denn ich muss ja herausfinden, wie das Passwort war, dann. Weil das ist falsch. Das ist echt falsch. Ich mache viele blöde Fehler diesmal. Krass. Gut, kurzer Schnitt. Ich muss mir angucken, wie das Level-Passwort ist. Also erstmal die Ruhmeshalle anschauen, ey. Mega Fail. Naja, nicht Mega Faö, Mega Fail, bitte. Mermurat B, so muss das. Ja, toll. Da habe ich mir doch glatt mal die Aufnahme angeschaut. Und ja, im ersten Level lief ja wirklich die Zeit schneller. Das war nicht mal meine Schuld. Was zur Hölle war das? Ohne Worte. Naja. Ihr habt es eventuell schon gesehen. Sehr viele Ziele hier sind natürlich Fakes. Dadurch, dass diese Wasserlöcher im Weg sind. Nur das Ziel, das ich jetzt ansteuere, ist echt, beziehungsweise eigentlich sind alle echt, nur sind manche eben nicht erreichbar. Aber das da eben schon. Auf ein neues. Das wird jetzt kein Highscore, aber. Ähnlich, aber anders. Aha. Na, was ist denn das hier? Das kommt mir irgendwie bekannt vor, aber es ist tatsächlich anders. Ich glaube. Diesmal muss ich nämlich wirklich hier durchfahren. Nee. Nein, es ist falsch. Es ist falsch. Das kann ich jetzt schon sicher sagen, dass das falsch ist.
Ach nee, Leute. Was willst du machen? Was willst du machen weiter? Ich habe schon gesehen, dass ich wieder erstmal außen rum muss. Aber wie gesagt, es ist trotzdem anders zu lösen. So. Genau, denn hier bleibe ich unten stecken und kann den zurückholen wieder. Ja. Ist trotzdem erstmal gleich an sich. Aber irgendwas müsste jetzt hier ganz anders laufen als vorhin. Genau. Jetzt muss ich nämlich. Scheiße. Scheiße. Es ist ein Running Gag in diesem Pack. Das muss man so sagen. Das muss man definitiv so sagen. Ich hatte recht. Wow! Ich hatte schon wieder wie doppelt draufgeklickt. Was? Also ich bin schockiert. Ich bin wirklich schockiert, was hier abläuft gerade. Nee, das war richtig. Das war richtig, dass das so ist, wie ich das erst hatte. Wow. Ich sag doch, dieses Level funktioniert anders als Level 9. Ja. Denn jetzt muss ja der Vierer zurück. Und es geht nur, wenn die Bruchplatte da weg ist vorher. Wow. Das war nämlich alles von den Einzel-, also die Pfeile, die nur in eine Richtung gehen, ne? Die sind jetzt bei manchen umgedreht in die entgegengesetzte Richtung. Und deswegen läuft das eben auch anders ab. Oh ja. Schwierig, schwierig. Ich hoffe trotzdem, dass ich es jetzt durchschaffe. Nicht, dass ich nochmal ein Passwort angeln muss, weil ich nicht damit rechne, nochmal Game Over zu gehen. 2003. Schlüsselverschleiß. Oh, das ist auch ein witziges Level. Hier muss man verschiedene Doppelpfeile immer zusammenhauen. Ich benutze sehr häufig das Verb zusammenhauen in diesem LP, ist mir aufgefallen. Aber es passt eben so gut, ne? Zur Sanduhr möchte ich gerne auch noch. Ich würde trotzdem immer mal wieder diese hier mitnehmen, alle. Die sollten immer möglichst zentral bleiben. Jetzt kann ich das wegmachen, ja. Und schon habe ich die hier in der Mitte alle zusammen. Musste also nicht mehr rumschieben. Manchmal könnte man es nämlich so falsch machen, dass man ganz links oder ganz rechts mit den Pfeilen landet und dann hat man Schwierigkeiten, die wieder passend zusammenzusetzen. Aber hier ist mir das nicht passiert. Erstaunlicherweise. Bei dem, was bisher im Pack schief lief, wundert es mich, dass ich hier ganz gut durchkomme gerade. Aber es ist noch nicht vorbei. Es gibt immer noch eine Aufgabe, die ich eventuell falsch machen könnte. Deswegen bleibe ich lieber erstmal sicher, jetzt habe ich hier stehen. Aber hier muss ich noch was anderes machen. Nee. Hier muss ich definitiv noch was anderes machen. Und was genau muss ich jetzt in welcher Reihenfolge machen? So lang und dann so rum. Okay. Ja, nicht jedes Level ist eine Katastrophe. Klappt. Ich kämpfe mich irgendwie durch. Wenig Welt, viel Raum. Weltraum, ja. Viel Raum tatsächlich hier. Auch hier meine ich, muss man erstmal richtig schauen, wie muss der Vierer bewegt werden. So lang, würde ich sagen. Ja. Dürfte passen. Aber jetzt muss ich natürlich auch noch da rüber. Den würde ich rüberhauen. Dann. Jetzt von oben oder von da? So, oder? Ist das. Ja, doch, 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 doch. Und jetzt rüber, ne? Klein, aber oho, das Level. Wobei, so klein ist es ja gar nicht. Es ist ja schon viel frei, ne? Wenig Welt, viel Raum. Ich kann nicht pfeifen, deswegen probiere ich es gar nicht erst. Insel der Sirenen. Mit E erstmal wieder. Ich tendiere immer dazu, bei manchen Es so komisch zu sprechen, dass es wie ein Ä klingt. Scheiße. Ich bin viel zu weit gefahren schon am Anfang, Mann. Obwohl, das könnte noch klappen. Ich glaube, hier kann man so anfangen. Ich würde schon gerne die Sanduhren haben. Das Perfide an diesem Level ist, man könnte theoretisch einfach ins Ziel fahren, aber das wäre ja richtig langweilig. Das wäre ja sowas von lame, einfach ins Ziel zu fahren. Hallo? Da möchte ich schon die Sanduhren mitnehmen, wenn schon, denn schon. Sonst lohnt sich das doch gar nicht, das Level.
Oh mein Gott! Die Zeit ist diesmal tatsächlich beabsichtigt, dass sie so läuft. Aber ich hab's richtig, ich hab's richtig. Ich habe die richtige Kombination und damit einen enormen Zeitboost. Und der kann mir sehr gut weiterhelfen. Über 200 Sekunden. Yes! Ich hoffe, damit kann ich eine Menge wieder gut machen. Oh Mann, komm, komm. Ja, Mann. 21. Mach den Weg frei. Bloß welchen? Oh, ist das ein geiles Level. Das ist eines meiner absoluten Lieblingslevel. Zuerst mal alle Zünder, die hier sind, einsammeln. Und jetzt überlegen, welche Dynamitstangen weggesprengt werden müssen. Nämlich nur zwei. Hier darf man nur zwei erstmal wegmachen, denn ich kann ja hier oben weiter. Ja, man muss sich hier eine Menge behalten. Hier nicht über alle Steinplatten fahren. Hier stehen bleiben nämlich. Und so rüber. Muss genau schauen, was muss weg und was kann bleiben. Und jetzt kann ich nämlich hier auch die Seite wechseln, ohne noch die letzte Dynamitstange wegzumachen. Hohoho. So, jetzt verbleibt uns ein Zünder schon mal. Jetzt würde ich das da stoppen, ja. Genau, dann kann ich nämlich die letzte hier wegmachen. Und erstmal hier neu alles besorgen. Ich bin so voll der Sprengmeister, ey. Kaum habe ich was in die Luft gejagt, schon hole ich mir die nächsten Zünder. Vergesst Ballerspiele, dieses Spiel hier erschafft Amokläufer, Leute. Ist das korrekt? Nee. Warte, 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 warte. Da ist noch eine Sprengung, die ich machen müsste. Also da würde ich das nicht machen wollen. Ich würde schon gerne alles behalten, was ich gerade habe. Deswegen unterhalb dieser Dynamitstange wieder ansetzen. Hier habe ich ja noch meinen Weg von zwei übrig gebliebenen Bruchplatten und rein. Klasse Level, wirklich klasse Level. Oh, die Punkte.